Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei einem Preview von Monkeys and Dragons, was so ein bisschen erinnern soll an die alten guten Zeiten, als LucasArts noch Adventures gemacht hat. Das sagt ja eigentlich jeder, der sowas in die Richtung macht. Ja, wir haben uns ganz viele Vorbilder genommen von LucasArts. Und wir schauen uns das einfach mal an. Es ist von einem deutschen Entwickler. Trotzdem hat das Interface und die Sprache zurzeit nur Englisch in der Alpha-Version. Wir sehen da links oben, es ist noch nicht der finale Titel letztendlich. Und deshalb schauen wir uns auch erstmal nur zeitlich ein bisschen begrenzt an, was in diesem Adventure drin ist und ob es den Humor der Zeit treffen kann. In dem Sinne, einmal New Game, Empty Save Slot. Und dann sollte es eigentlich hoffentlich losgehen. Schau dir diese wundervolle Szene an. Ich kann jetzt nicht glücklicher sein als jetzt. Was sollten wir zuerst tun? Jack. Wer ist dieser Mann? Ich übersetze einfach mal ein bisschen. Ich bin sein Ex-Freund. Da ist sein Ex-Freund, Jack. Ist das wahr? Hör mir zu. Es tut mir leid, wie es geendet ist. Ja, du wirst auf jeden Fall sehr traurig sein am Ende. Ich muss ihn retten. Kapitel 1. Und ich sehe schon, ach übrigens, sehr gut, der Muscheltritt. Kennt schon das erste Ding gesehen? Kennt ihr Judge Dredd? Judge Dredd in der Originalverfilmung, da haben die Muscheln auf dem Bart. Und es wird halt gefragt, wie sollte man diese Muscheln im Bart benutzen? Also würde ich den Entwickler schon mal auf circa mein Alter tippen. Deshalb, wenn man die Muschel anguckt, sagt sie, ich habe 3 davon in meinem Bart. So, Pickup. Untersuchen. Benutzen. Es gibt eine Karte. Ich kann ausgehend von der Karte schon rumlaufen. Okay. Journal. Rede mit den 3 Gildenleitern. Das hört sich auch so ein bisschen nach Monkey Island an. Seestern. Ja, ein Netz braucht man, um keine Kreaturen zu fangen. Ah, jetzt hat sie es aufgenommen. Kann sein, dass das mit dem Message in the Bottle nicht richtig funktioniert hat mit dem Auffangen. Hier hochheben. Weil sie falsch in der Position stand, ja. Wusste gar nicht, dass man auf sowas achten muss in sowas. So, ein großmaschige Leiter oder was auch immer. Nimm einfach mit. Wir nehmen einfach alles mit. Okay, und über die Karte kann ich sogar wirklich reisen. Ich sehe gerade große animationstechnische bzw. Umgebungsunterschiede. Das riecht wie richtig starker Alkohol. Ein Pott. Vielleicht kann ich ja irgendwas kochen, nachdem ich meinen Ehemann gerettet habe. Ich sollte mich wahrscheinlich eher darauf konzentrieren, meinen Ehemann zu retten. So, fragen wir mal den Ranger. Hallo? Hi. 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 Seid ihr die 3 Gildenleiter? Ja. 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 Und wer bist du? Ja, wer bist du? Ich bin Lana.
bin die höchst pixelisierte animierte Person in diesem Raum. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade. Upsala, meine Güte. Ach, jetzt geht's weiter. Das ist ein sehr merkwürdiger Name. Die meisten Leute haben einfache Namen wie Toothbrush oder Cumberbatch. Was möchtest du? Ich möchte Spinnen töten, um Goldcoins zu bekommen. Ich möchte Weltfrieden. Nein, ich möchte meinen Ehemann retten. Was ist mit ihm passiert? Ein Zauberer ist aufgetaucht und hat ihn gekidnappt. Was? Wisst ihr etwas darüber? Wir reden darüber nicht. Über ihn. Er war mal einer der Gildenleiter. Aber er hat schreckliche Dinge getan. Was hat er getan? Wenn du wirklich deinen Ehemann retten willst, musst du ein Abenteurer werden. Nur ein wahrer Abenteurer kann stark genug sein, um ihn Paroli zu bieten. Und wie werde ich ein Abenteurer? Um ein richtiger Abenteurer zu werden, musst du die drei Aufgaben bewältigen oder Herausforderungen. Natürlich. Stehle ein T-Shirt vom Souvenirshop. Defeat the Spare Master und fang einen Affen im Wald. Komm wieder, wenn du das alles getan hast. New Area Unlocked. Chapter an. Lustigerweise wirklich, als wenn Monkey Island die drei Piraten in der ersten Bar ihr Reunion feiern als kleine Trüppchen. Also als kleines Trüppchen hier. So, gehen wir zurück mal in Town. Weil unsere erste Aufgabe ist ja das T-Shirt klauen. Es gibt sogar ein kleines Questboard. Zerschlage Goblins. Besiege Ghost Pirates, Spinnenaugen sammeln und das übliche Zeug. Invisible T-Shirt. Eine detaillierte Karte der Insel. Warum muss eigentlich die Hauptcharakterin hohe Schuhe tragen? Ich nehme jetzt einfach das Shirt. Please do not touch it. Don't touch it. It's a magical place. Hallo, was kann ich für dich tun? Verlässt du jemals deinen Laden? Nein. Was ist mit Essen und Trinken? Delivery Service, Lieferservice. Und was ist mit der Hygiene? Das hier ist ein Videospiel. NPCs müssen keine Badezimmer benutzen. Für was würdest du deinen Shop verlassen? Ich denke, ich würde meinen Shop verlassen für die perfekte Frau. Ah, ich sehe. Ich würde gerne dieses T-Shirt kaufen. Dieses T-Shirt ist nicht zu verkaufen. Bitte, verkauf es zu mir. Wie viel Geld hast du denn? Ich habe überhaupt kein Geld. Goodbye. Darf ich nicht wenigstens so
Sind die Cheese-Nipples for free? Anscheinend kann ich sie einfach mitnehmen. Da sagt er natürlich nichts in Form von, übrigens, die Probehäppchen, jeder darf nur eins nehmen. Bitte jeder nur ein Probehäppchen. Das ist ein Weapon-Rack. Also da stehen ein paar Waffen. Ah, jetzt habe ich die Karte rausgesucht. Banana-Song-Lyrics. Denk mal, die Netze brauche ich, um den Affen zu fangen. Man hätte vielleicht auch einen anderen Sound nehmen können für das funktioniert so nicht. Anstatt, dass man sofort dieses Düdüm. Ein Kostüm eines Affens. Ich glaube, das könnte die Frau sein, die der Mann sucht. Voodoo-Priest-Hütte. Alchemistentisch, einfach nur eine Tür, noch eine Tür. Dance-Shop für benutzte Sachen. Oder gebrauchte Sachen. Ach, da werde ich nicht hingehen. Bis diese große Ratte eingefangen ist. Also ich hätte jetzt gedacht, ich könnte die Schießnippels benutzen damit. Dann habe ich noch nicht das Passende dafür. Dann lass uns mal eben mit der Frau reden. Obwohl ich die schönere Frau bin, denn ich bin besser animiert. Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich bin Stacy. Und wer bist du? Ich bin Lana. Warum denke ich immer an Lana Ray? Nice to meet you, Lara. Bist du Single? I'm flattered, das wusste ich mal. Ich frag nur für einen Freund. Verdammt. Was tust du hier? Ich genieße das wundervolle Wetter. Diese Insel ist wirklich ein magischer Platz. Was machst du hier? Oh, ich versuche nur ein Abenteurer zu werden und meinen Mann zu retten. Du weißt schon, das übliche Zeug. Stay high. Du siehst nicht aus wie ein normaler Alchemist. Du siehst aus wie Drogenproblemmann. Manchmal ist es besser, nicht zu wissen, was hier drin ist. Cocaine. Er sieht ein bisschen aus wie Guybrush Threepwood mit kurzen Haaren. Wie kann ich dir helfen? Was ist der beste Weg, um etwas aus einem Laden zu klauen? versuchst du etwas von mir zu stehlen? Nein. 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 Okay, gut. Ich denke, der beste Weg ist, den Shopbesitzer dazu zu bringen, den Shop zu verlassen. Wie kann ich einen Affen im Wald fangen? Du brauchst zwei Sachen. Ein Lockmittel und eine Falle. Sei kreativ. Wie besiege ich den Sperrmann, beziehungsweise den Sperrmeister? Kein Mann konnte den Sperrmeister bis jetzt besiegen.
Aber du bist kein Mann, also solltest du eigentlich keine Probleme haben. Hört sich auch schon mal gut an. Ah, es war klar, dass ich die Flasche jetzt mit dem Zeug benutzen kann. Also hoffe ich jedenfalls. Nein, es geht nicht. Da kann ich auch nichts machen. Bei Nana Songs Lyrics passiert ja auch nichts. Back to Map. Das Einzige, was wir machen können, wirklich in Dance Shop reingehen. Wir haben ja eigentlich noch Forest Glade, Forest. Und da hinten ist der Sperrmeister. Ach, hier werde ich wahrscheinlich ein Schwert bekommen. Sind das Zähne? Artefakte. Eine Eule. Übrigens, angelehnt an Stan aus Monkey Island. Was kann ich für dich tun? Brauchst du vielleicht einen Raketenwerfer, um Zombies zu bekämpfen? Nee, um Mutanten zu bekämpfen. Was ist mit diesem riesigen Schwert oder dieses übergroße Schwert? Der die Schiffe verkauft in Monkey Island. Ich brauche eine Waffe, um den Spearman Master zu bekämpfen. Damit kommst du auf jeden Fall direkt zum richtigen Platz. Wie ist dein Budget? Ich habe kein Geld. Was? Ich gebe nicht irgendwas für umsonst weg. Ich brauche aber wirklich eine Waffe. Was wirst du für mich tun, um eine Waffe zu bekommen? Alles. Alles? Alles. Ich habe eine riesige Ratte im Base, also im Lager. Dieses Mistvieh ist riesig. Wenn du es entfernst, werde ich... werde ich dir eine Waffe geben. Ja, und ich werde es auf jeden Fall einen riesigen... epischen Kampf besiegen. So, mal eben gucken. Kann ich nicht einfach irgendwas nehmen? Zum Beispiel Gandalfs Stab. Zum Schwert sagt er übrigens, I wonder how many rupees I have to collect before I can buy the sword. Also Anlehnung an Zelda. So, gehen wir einfach mal zum Wald rüber. Da ist übrigens super entspannt, dass du wirklich von überall direkt rübergehen kannst. Yellow Flowers. Ah, diese Blumen können... ja, jetzt habe ich nämlich vergiftete Schieß-, also beziehungsweise Käsestücke, weil die Blumen können Tiere zum Einschlafen bringen. Und damit kann ich vielleicht die Ratte ausschalten. Ein Termitenhügel. Mobs Power. Lass mich raten, die Schaufel kann ich auch nehmen. Sie bückt sich übrigens nicht Komfort. Also beziehungsweise nicht richtig. Die wird auf jeden Fall einen Bandscheibenvorfall kriegen. Ein Back, was haben wir hier? Jemand hat hier geschlafen, das ist mir schon klar. Hier haben wir in die Höhle. Ich hoffe, man kann nicht sterben. Die Höhle ist übrigens zu klein. Für alles. Large Crevice.
würde sagen, Large Crevice wird ein langer Riss sein, oder? Man kann es jetzt gerade hier nicht so gut erkennen. Jedenfalls auf meinem Monitor hier auf der linken Seite. Lustigerweise sehe ich im OBS das alles besser. Moment, dann lass uns mal direkt wieder in die Stadt zurückkehren. Dann versuchen wir mal mit den vergifteten Schießnippels die Reiter zu vergiften. Na, hoffen wir mal, es funktioniert. Nicht so, wie ich das gedacht hätte. Ja, ich weiß, dass das eine riesige Ratte ist. Dann gehen wir erstmal zum Sperrmann. Sperrmeister. Rote Blumen. Was sagt ihr uns dazu? Ach, rote Blumen sind sehr schön, aber haben keinerlei Nutzen. Nicht so wie die gelben. Schade, dass der Hauptcharakter so stark abhebt von der Umgebung, ne? Das sind die Waffen, die der Sperrmeister benutzt. Komm wieder, wenn du eine Waffe hast, um gegen mich zu kämpfen. Kann ich die Schaufel vielleicht mit dem Termitenhügel benutzen? Machen wir ein bisschen Try and Error. Vielleicht kann ich auch den Käse gegen die Termiten einsetzen. Das fände ich aber etwas merkwürdig. Das geht auch nicht. Vielleicht soll ich das Netz einfach mit der Ratte einsetzen. Moment. Ja, es geht beides nicht. Vielleicht kann ich die vergifteten Käsehäppchen auch einfach dem Typen geben. Und sagen, guck mal, ich habe sie grün gemacht. Wisst ihr, warum sie grün werden? Bei Gelb und... Nein. Ich versuch's gar nicht erst. Ich habe aus Versehen das Ding doppelt gemacht, glaube ich. So, was kann ich für dich tun? Kennst du den Sperrmeister? Sie ist stark. Sie ist schnell. Sie ist clever, beziehungsweise sie ist schlau. Sie ist der beste Kämpfer auf dieser Insel. Kannst du mir etwas über den Zauber erzählen? Was ist mit ihm passiert? Jemand hat sein Herz gebrochen. Er hat sich nie wieder erholt davon.
Ich liebe Drachentasten, die man aber leider auch nicht aufsammeln kann. Damit werde ich auch nichts zu tun haben hier an der Seite. Die Karte mir auch nicht sehr hilfreich. Da rechts sind auch nochmal T-Shirts. Der Hund hat genug meinen Tisch vollgeharrt. Ein riesiges Fass. Okay, dieser kann ich nicht verbinden. Aha. Use Poison Cheese Nipples with Large Stone. Boah, das ist ja echt Banane. Soll man vielleicht lieber einführen, dass man... Oh mein Gott! Keine Angst, diese Ratte wird nur schlafen für eine sehr, sehr lange Zeit. Soda. Ein Metalleimer und ein Broomstick. Ich hoffe, es war jetzt nicht, vielleicht kann ich mit dem Metalleimer das Zeug aus dem Laden von dem... Ach, wie heißt der nochmal? Ich glaube, der Käfig ist zu groß. Ich hoffe, dieser Käfig ist leer. So, jetzt können wir aber eine Waffe bekommen. Weil ich die riesige, gefährliche, schreckliche Ratte getötet habe. Gib mir gefälligst eine Waffe, du. Moment mal, ich höre diese Ratte nicht mehr. Hier, du bekommst die Waffe, die den besten Hammer, den ich habe. Ein Hammer? Das ist der beste gebrauchte Hammer, den ich habe. Ich habe gehofft, ich bekomme irgendwas wie ein seelenfressendes Schwert. Mit höherem Angriffsgeschwindigkeit und einem Schaden über Zeit. Erlitt. Also das ist ein Kochtopfdeckel. Und einen Hammer bekommen. Und das soll jetzt wirklich die Waffen sein, die ich benutzen soll gegen dieses wundervolle... gegen diesen wundervollen Speerkämpfer, wo ich erstmal den ganzen Weg wieder runterlaufen muss. Ne, das lässt der auch nicht zu. Wofür ich den Stock später brauche. Pentagramm. Gut, dass es keine Windmühle des Vertrauens ist. Dann geht es einfach zum Speerkämpfer.
Den Hammer kann ich nicht mit Mill benutzen. Beziehungsweise die Speerkämpferin. Das war ja auch damals bei Monkey Island war es seine Frau. Dabei muss man sagen, in den 90ern skandalös, dass der beste Kämpfer der Insel damals eine Frau war. Auch wenn es so eine kleine Insel war. Oh mein Gott, der Speerkämpfer. Ich bin Shirley und ich bin untergepixelt. Zerstörer der Auserwählten. Vernichter der Hasen. Ich bin Lana. Lana? Lana. Okay, lass kämpfen. Du bist zu schwach, komm wieder, wenn du stärker bist. Sie braucht eine Nachanimation. Ob ich mit dem Hammer vielleicht die Steinwand beschädigen kann? Nö. Jetzt kann ich eine Fackel. Wissen wir was? Ich habe jetzt eine Fackel gebaut. Ja. Hat jemand ein offenes Feuer gesehen irgendwo? Also ich weiß, dass hier vorne ein bisschen Feuer war. Beziehungsweise es gab hier ein Campfire, aber es sieht aus. Aber sonst war hier nichts mehr in dem Raum. Ich möchte mit dem Hammer gerne was zerschlagen. Nee, es ist zu klein, um etwas reinzustecken. Das meint die. Okay, das geht auch alles nicht. Das haben wir ja eigentlich gerade benutzt. Das Netz wird mich auch nicht verbessern. Vielleicht können wir jetzt am Strand was machen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Die beiden Sachen darf ich auch nicht interagieren. Boah. Also wenn sich hier was versteckt,
dann weiß ich nicht wo. Lass mich mal gucken. Ich wundere mich, was in dieser Box ist. Ich denke, wir werden es niemals erfahren. Kann ich nicht einfach den Ladenbesitzer mit dem Hammer aufs Gesicht schlagen? Okay. Ah. Mit Alkohol gefüllte Flasche. Wobei ich mich jetzt frage, auch wieder fragen muss. Bis jetzt hatte ich noch niemanden, der mit Alkohol irgendwas zu tun haben wollte. Vielleicht kann ich die Frau betrunken machen. Und die Frau sagt dann, oh ja, ich würde gerne den Comicbuchladenbesitzer kennenlernen. Ah, es funktioniert nicht wie im wahren Leben. Ich bin nicht stark genug, um den Sperrmeister zu besiegen. Du kannst ein paar unfaire Taktiken benutzen, um sie zu besitzen. Ich habe eine Idee. Oh, es wäre zu einfach, ich kann dir das nicht erzählen. Mach auf jeden Fall sicher, dass dich niemand sieht. Oh, also brauche ich dieses T-Shirt der Unsichtbaren. Ich glaube, ich muss in diesem Forest-Abschnitt. Aber ich muss die auch nicht mit Alkohol. Tränken die Fackel. Eins, was ich mir vorstellen könnte, das Campfire vor der Höhle mit dem Alkohol wieder entzünden. Wenn die Glut noch heiß ist. Und das finde ich schon ziemlich schräg gedacht. Ich lock den Affen raus mit... mit dem Bananensong. Ach, Moment. Das sieht doch schon mal so aus, als wenn ich eine Falle bauen könnte. Das Netz darüber. Oh mein Gott, das funktioniert mit dem Bananensong. Und der Affe sieht... Congratulations, you did it.
Ich habe es von hier aus gesehen. Ich stehe zufällig gerade im Wald. Ja, ich habe den Affen gefangen. Okay. Warum auch immer ich mit dem Metalleimer Termiten einsammeln kann. Müssen wir jetzt dieses... Ich denke mal nicht, dass ich die hier einsetzen kann, aber ich... Dieses Geräusch macht mich aggressiv, Entschuldigung. Aber es ist halt echt ein schlimmes, das geht so nicht Geräusch. Okay, das kann ich schon mal nicht benutzen. Ich denke mal, im Giftshop selbst. Er hat mir zwar gesagt, er will für eine Frau gehen. Vielleicht geht er auch für Alkohol. Ja, ja, dieses T-Shirt ist nicht zu verkaufen. Also es gibt ja dieses massive Fass hier vorne auf dem Platz. Vielleicht können wir das ja mit den Termiten kaputt machen. Wäre ja fast sinnvoll. Nein. Ich bin zu doof, den Shopkeeper. Bitte helf mir, Drogenmann. Nein, ich möchte nichts von dir stehlen. Ich möchte etwas vom anderen Typen stehlen. Überlege echt, wofür brauche ich denn das feine Netz? Das geht auch nicht. Ich denke mal, die anderen Türen, dann wird die irgendwas sagen wie, ja, eine Tür. Eine Stadt sollte Türen haben. Ich möchte nicht klopfen, es könnte jemand aufwachen. Ich überlege gerade, was ich alles schon gesehen habe. Weaponrack.
Das wär's ja gewesen. Da ich die Sachen da einfach reinknall. Ich glaube, die Person kann ich gar keine Gegenstände benutzen. Also alles hier ist für den Arsch. Am Strand war überhaupt nichts mehr. Bei der Sperrmeisterin, da bin ich zu schwach für. Dafür brauche ich erst das T-Shirt. Der Affe ist ja gefangen worden. Und beim Forest Glade, da konnte ich die Termit nicht benutzen mit, hatte ich das versucht, mit dem Schlafsack, wo die sagt, hier hat vor kurzem jemand geschlafen. Das hatte ich versucht. Ja, das ist ja immer noch warm. Trotzdem kann ich da kein Alkohol mitverwenden. Aber sonst ist da halt nichts. Das habe ich auch schon mehrfach versucht. Und die Termiten werden mir da auch nicht helfen. Ich meine, es ist das Stein und kein Holz. Ich dachte eigentlich, die Termiten würde ich für irgendwas benutzen müssen, dass die etwas zerfressen, zerkleinern, irgendwas aus Holz kaputt machen. Oder jemand stören, aber es machen gibt's ja auch nichts. Also bei dem letztendlich. Beim Spearmaster waren ja nur die roten Blumen, aber die sind für nichts, die kann man für nichts gebrauchen. Ah, das war's aber auch. Tja, dann weiß ich nicht mehr. Jetzt müsste ich nachdenken. Aber so viel zu, ja, der Alpha-Version hiervon. Bis auf... Ah, ich will gar kein Fazit machen. Es ist erstmal für Oldschool-Adventure-mäßig ist das okay, obwohl es natürlich hier einige Diskrepanzen gibt zwischen Hauptcharakterauflösung und Hintergrundauflösungen. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt nur ein Entwickler ist in Deutschland, der jetzt hier dran arbeitet. Es ist auf jeden Fall schon mal ganz süß. Man merkt aber viele Anleihen an Monkey Island. Und ich bin gerade etwas irritiert. Moment, Mushrooms? Darf ich deine Mushrooms klauen? Anscheinend darf ich deine Mushrooms nicht berühren. Es beschreibt den Effekt... Moment. Von Drogen, um Dämonen zu beschwören. Homöopathie und 99 andere lustige Sachen. Beschreibt die sexuelle Verbindung eines Drachen und eines Esels. Anleihen an Schreck. Ja, weiß ich leider auch nicht. Aber immer ein kleiner Einblick. Vielleicht ist der eine oder andere interessiert an sowas Klassischen. Kann er auf Steam mal auf die Wunschliste setzen und das alles ein bisschen verfolgen. Ist, wie gesagt, halt Alpha und es wird halt noch ein bisschen mehr dran gearbeitet. Und in dem Sinne sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen einfach. Und ja, viel Glück mit eurem kleinen Titel hier aus Deutschland. Es geht bestimmt
mit mehr Leuten besser. Aber der Humor ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ist natürlich abschließend, kommt es drauf an, was man dafür verlangt. Hello? 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 Denke, hier werde ich auch keine neuen Erkenntnisse machen.